Hallo und willkommen zu diesem ScanScore-Tutorial. Um dich durch die Partitur zu navigieren, kannst du mit dem Mausrad oder dem Touchpad scrollen. Falls du ein Touchpad hast, kannst du damit oder auch mit dem Mausrad und gedrückter Steuerungstaste zielgenau in einen bestimmten Taktbereich hineinzoomen. Während deiner Bearbeitung beschleunigt das eher deinen Workflow als mit den Zoom-Buttons. Je nachdem, wie du gerade am besten arbeiten kannst, lässt sich der Splitscreen auch von vertikal zu horizontal umstellen. In ScanScore gibt es drei wichtige Werkzeuge. Mit dem Auswahlwerkzeug kannst du Elemente selektieren und bearbeiten. Das Ziehen-Werkzeug hilft dir auch in der herangezoomten Ansicht bei der Navigation. Um nicht immer wieder mit der Maus von der Partitur in die Werkzeugleiste wandern zu müssen, kannst du außerdem schnell zwischen dem Auswahl- und dem Ziehen-Werkzeug mit dem Shortcut D wechseln. Mit dem Radierer lassen sich ausgewählte Elemente entfernen. Drücke dazu alternativ auch die Entfernen bzw. am Mac die Backspace-Taste. Möchtest du einen Bearbeitungsschritt widerrufen, nutze dafür den Rückgängig-Button oder den Shortcut Steuerung bzw. Command und Z. Eine Reihe von selbstbearbeitbaren Tastenkürzeln zu nützlichen Funktionen steht dir im Optionenmenü zur Verfügung. Wir hoffen, das war hilfreich. Besuche uns auf unserer Hilfeseite oder schreibe uns eine E-Mail, falls du noch weitere Fragen hast.